Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen und noch immer beschäftigt mich die Gamescom und was ich dort alles so erlebt, gesehen und gehört habe. Und heute geht es um Kingdom Come und meinen Besuch bei Warhorse. Sie hatten keinen Stand im öffentlichen Bereich, aber einen im Business-Bereich, einen kleinen. Da war ich natürlich, wurde herzlich empfangen und vielleicht als erstes, sie hatten wahrscheinlich das innovativste Werbegeschenk von allen Entwicklern oder Publishern, nämlich speziell gebrautes tschechisches Bier. Sehr schön. Aber das soll jetzt hier nicht Thema sein und mich auch nicht allzu sehr beeinflussen. Nein, ich will euch von der Präsentation berichten, denn auch sie hatten eine kleine Präsentation. Das war aber nicht so wie bei Mount & Blade, dass es einfach ein Video abgespielt wurde, sondern es war eine Live-Präsentation. Das heißt, einer der Warhorse-Leute hat einfach live gespielt, während ein anderer Dinge darüber erzählt hat. Bevor wir aber zu diesen neuen Sachen kommen, vielleicht nochmal ein Grundsatzwort zum Stand der Dinge, was das Spiel betrifft. Der Release sollte ja eigentlich ursprünglich mal 2016 sein, wurde auf 2017 verschoben. Was genaueres gibt es noch nicht. Und ich habe als erstes auch mal gefragt, wird denn diese Beta-Version, diesen Ausschnitt, den wir aus dem Spiel kennen, wird der noch weiterentwickelt? Werden wir sozusagen die neuen Features auch in diesem Ausschnitt kennenlernen können? Und das ist wohl nicht möglich. Das haben sie gesagt, das machen sie nicht. Ich konnte auch verstehen, warum. Der Punkt ist einfach, dieser Teil ist ja wie rausgeschnitten aus dem Spiel, hat aber natürlich ihre Version, an der sie arbeiten, ist natürlich zusammenhängend. Und immer wenn was Neues kommt, ja, dann muss man wohl unglaublich viel Arbeitszeit darauf verwenden, wieder einen funktionierenden Ausschnitt herzustellen. Also das sind nicht irgendwie ein paar Tage, sondern es sind Wochen an Arbeitszeit, die dafür zu verwenden sind. Und insofern haben sie sich entschieden, dass diese Version, die wir jetzt spielen können, dass die so bleibt. Was Besseres wird es wohl nicht geben, wenn ich es richtig verstanden habe. Und alles andere dann erst bei Release. Sie haben auch versichert, das Projekt ist nicht in Gefahr dadurch. Die Finanzierung steht und 2017 können wir dann mit dem Release rechnen. Auch die Gamescom-Präsentation drehte sich um dieses Ausspionieren des Kumanen-Lagers. Ihr erinnert euch daran, wir hatten in der Beta, oder ich hatte in der Beta ja den Weg gewählt, sich als Kumane dort zu verkleiden. Allerdings hatte das dann an einer Stelle nicht mehr so ganz hingehauen, wie auch immer. Es gibt tatsächlich wirklich ganz viele verschiedene Wege, die Sache zu erledigen. Einer ist eben dieses Verkleiden, das andere ist, man kann sich auch heimlich reinschleichen. Und um das mal grundsätzlich zu verstehen, haben sie mal erklärt, wie das funktioniert eigentlich mit den damit zusammenhängenden Werten, Charakterwerten. Und zwar entscheidend ist Sichtbarkeit und wie laut man ist, wenn man schleichen will, oder Auffälligkeit in dem Zusammenhang. Also vielleicht mal Sichtbarkeit und Lautstärke. Also das ist, wenn man also schleichen will, dann muss man eben sehr leichte Stoffkleidung anhaben. Wenn man mit einer Plattenrüstung oder mit der Kettenrüstung da reinmarschiert, dann ist man eben sehr schnell sichtbar und sehr laut und wird sehr schnell entdeckt. Das ist halt der eine Weg, wie man es machen kann. Aber es gibt einen anderen Wert, der nennt sich, oder der ist so als Auffälligkeit bezeichnet und stellt dar, wie gut man zu der jeweiligen Umgebung eigentlich passt. Das ist also sehr kontextabhängig. In der einen Umgebung ist man halt extrem auffällig, in der anderen passt man genau herein. Wenn man nun also hier im Kumanenlager die Option wählt, zu schleichen, dann muss man sich dementsprechend unauffällig kleiden, so heißt es eigentlich. Aber im Kumanenlager selbst ist man mit dieser unauffälligen Kleidung wiederum sehr auffällig. Das heißt, man ist zwar nicht so gut zu erkennen und nicht sehr laut, aber wenn man erkannt wird, dann wiederum fällt man sofort auf als jemand, der da nicht hineingehört. Andererseits, wenn man, so wie ich es damals entschieden hatte, eine Kumanenrüstung anzulegen, dann ist man natürlich sehr sichtbar, sehr laut, weil es auch eine schwere Rüstung ist, aber man ist eben nicht auffällig, weil man Teil dieses Lagers erstmal ist. Man wird nicht sofort irgendwie angegriffen, sondern vielleicht höchstens angesprochen und muss dann irgendwie reagieren, da man kein Ungarisch kann. Also das ist ein ganz interessantes Konzept und ist sehr grundlegend, um diese Mechanik zu verstehen und um auch zu verstehen, welche Entscheidungen man da eigentlich treffen muss. In den Szenen, die wir jetzt sehen, schleicht sich also der Charakter herein, der hat also keine Kumanenrüstung. Und da sehen wir ein neues Feature, nämlich man kann jetzt sich an Leute heranschleichen, man könnte sie dann bestehlen in solchen Situationen oder man kann sie bewusstlos machen, ausnocken. Dann kann man noch entscheiden, ob man den Körper dann irgendwo den Abhang runterschmeißen will oder irgendwo in die Büsche schmeißen will. Aber
Klar, wenn man ihn ausnockt, dann wird er irgendwann wieder aufwachen und natürlich dann total verwirrt sein und seine Freunde alarmieren. Das ist also ein zweischneidiges Schwert. Jetzt könnte man sich fragen, warum möchte man das überhaupt tun? Da haben sie erzählt, das ist auch eine Variante, wie man dieses Kumanlager ausspionieren lösen könnte. Man kann also vorne eine Wache ausnocken, die wacht dann wieder auf und alarmiert die Freunde aus dem Lager. Die laufen dann alle raus und suchen nach demjenigen. Unterdessen hätte man sich von der anderen Seite ans Lager ranschleichen können und wenn alle rausgelaufen sind, reingehen können und dann das Essen vergiften, die Pfeile in Brand setzen. Also das wäre sozusagen auch eine Option gewesen. Was auch neu ist in der Version, die wir zu sehen bekommen haben, ist der Einsatz von Dolchen, Messern, die jetzt nicht als Kampfwaffen funktionieren, sondern gewissermaßen als Equipment, die man einsetzen kann, um jemand sofort zu töten. Also auch hier muss man sich heranschleichen und dann knockt man ihn eben nicht aus, macht man ihn nicht bewusstlos, sondern man tötet ihn sofort und zwar wirklich auf Anhieb. Ist natürlich riskant. Das heißt, wenn das Heranschleichen nicht klappt, wenn der sich umdreht, dann ist man in einen Kampf verwickelt und hat eben nur ein Dolch in der Hand und mit dem kann man nicht gegen ein Schwert kämpfen. Ich weiß nicht, ob man schnell noch die Waffe wechseln kann oder ansonsten einfach nur abhauen kann. Interessant hier an diesem Beispiel ist, also hier wird er dolcht und dann gibt es hier so eine Stangenwaffe, die er da aufnimmt und mit der er dann losmarschiert. Ein kleiner Hinweis, die kann man zum Beispiel auch nicht im Gepäck verstauen. Das heißt, wenn man mit der durch die Gegend läuft, dann hat man die in der Hand. Und das wiederum erhöht natürlich im höchsten Maße den Auffälligkeitswert, wobei das wieder kontextabhängig ist. Ne? Also wenn man sozusagen irgendwie so tun will, als wäre man eine Wache, ist das natürlich nicht auffällig. Aber vielleicht in diesem Zusammenhang, wenn man keine Kumanrüstung anhat, ist das dann wiederum sehr auffällig. Was aber der Vorteil hier von dieser Stangenwaffe ist, man kann dann damit hervorragend jemanden vom Pferd schubsen, was man hier sieht, und ihn dann in einen Nahkampf zwingen. Und auch hier ist die Stangenwaffe wohl sehr gut geeignet, jemanden auf Distanz zu halten und auch tödlich zu verletzen. In diesem Durchlauf legt jetzt der Charakter, so wie wir, auch die Kumanenrüstung an, die im Übrigen beschädigt ist, aufgrund des Kampfes, den wir gerade gesehen haben. Also es gibt ein absolut echtes Inventar, es gibt kein Fake-Inventar, also alles, was die Leute tragen, kann man auch mit sich nehmen. Und sie tragen eben auch nur das, was sie tragen können und es gibt nicht irgendwelche sonst welchen Gegenstände, die man da noch findet. Wenn man also ganz scharf auf eine Rüstung von jemandem ist oder einen ganz tollen polierten Helm, dann sollte man tunlichst ihm nicht auf den Kopf hauen, weil sonst ist der Helm möglicherweise kaputt, wenn derjenige dann tot ist. Okay, aber wir sehen jetzt hier, wie derjenige oder unser Charakter hier in der Kumanrüstung angesprochen wird. Das ist tatsächlich von der Torwache der Kuman. Und das ist tatsächlich zufällig. Manchmal kommt man durch, manchmal nicht. Und jetzt muss er sich halt, in dieser Situation muss er irgendwie passend reagieren. Und was neu ist, ihr seht das dort vielleicht über den Antworten, da gibt es so einen kleinen Indikatoren, die anzeigen, ja, wie erfolgsversprechend jetzt die entsprechende Variante ist. Das finde ich sehr schön. Also zum Beispiel ist ja dieser Rede-Skill die erste Option, dass man sich da versuchen kann, so auf Ungarisch irgendwie zu verständigen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, weil dieser Speech-Skill, der dahinter steht, eben dieses Charakters hoch ist. Sein Charisma-Skill wiederum ist sehr gering in diesem Fall. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er ja ihn da beeindrucken kann und indem er einfach weitergeht, ist sehr, sehr gering. Das hängt einfach damit zusammen, dass zum Beispiel seine Rüstung total kaputt ist. Wenn er jetzt aussieht wie ein Kuman-Anführer mit einer fantastischen Rüstung und am besten noch einen Ring und einen Schmuck, keine Ahnung, dann hat er ein hohes Charisma. Und die Wache wird sich möglicherweise scheuen, einen anzusprechen und man kann einfach so durchgehen. Was noch neu in dieser Version ist, ist der Faustkampf, den wir hier sehen. Sieht vielleicht erst ein bisschen komisch aus, aber die kämpfen nicht mit der geschlossenen Hand als Faust, sondern mit der, ja, mit der offenen Hand, mit dem Handballen hauen sie dem Gegner eine rein. Das beruht wohl auf historischen Tatsachen. Also zumindest die Ritter wurden so ausgebildet, dass sie nicht mit der geschlossenen Faust kämpfen, weil die Gefahr zu groß war, dass sie sich die Finger brechen. Ja, soweit eigentlich
das, was neu war, zumindest was mir aufgefallen ist an der Präsentation, eine interessante Sache vielleicht noch, die ich auch noch nicht vorher so gehört hatte. Wenn der Release dann irgendwann ist, Sie haben schon ein paar Pläne, was Sie danach, woran Sie danach noch weiterarbeiten wollen. Unter anderem wollen Sie eine spezielle, ja, eine Modding-Zugänglichkeit schaffen, eine Modding-Software oder Plattform oder irgendwas. Auf jeden Fall vermutlich so ein bisschen mit Blick auf den Erfolg, den lang anhaltenden Erfolg von Skyrim, wollen Sie das System also sehr, sehr modderfreundlich machen, so dass also aus diesen tollen Grundmechaniken auch noch viel, viel Neues oder anderes entstehen kann. Ja, soweit zum Stand der Dinge. Ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Kingdom Come Video gewesen sein. Vor allem freue ich mich natürlich, wenn es dann endlich wirklich losgeht. Hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange. Also in diesem Sinne, macht's gut, euer Steinball.